Sparen durch den Wechsel. Auf den Vergleichsportalen tummeln sich hunderte Anbieter. Einer ist billiger als der andere. Doch von den meisten haben viele Verbraucher noch nie etwas gehört. Kann man den Anbietern trauen? Und was steckt hinter manchem Preisversprechen, das auf den vordersten Plätzen zu finden ist? Jürgen Wils ist ein fleißiger Wechsler und hatte sich für ein besonders günstiges Angebot interessiert. Stromanbieter Almado Energy mit einem besonders verlockenden Neukundenbonus. Von dem Anbieter hatte er zuvor noch nie etwas gehört. Aber Almado hatte in verschiedenen Vergleichsportalen gute Bewertungen von vielen Kunden. Das schien ihm vertrauenswürdig. Es gab natürlich auch negative Bewertungen. Aber die positiven haben bei Weitem überwogen. Und infolgedessen dachte ich, das kriegst du schon irgendwie hin. Und habe mich dann letztendlich dann doch für Almado entschieden. Das war im Juli 2012. Zunächst läuft alles auch ganz gut. Doch nach etwa einem halben Jahr gehen die Probleme mit der Abrechnung zum Jahreswechsel los. Obwohl Jürgen Wils nach den vorherigen Abschlagszahlungen ein Guthaben beim Stromanbieter hat, erhöht Almado Energy die monatliche Zahlung von 142 auf 175 Euro. Für Jürgen Wils war das völlig unverständlich. Ich habe da also mehrmals Widerspruch eingelegt. Man hat gar nicht darauf reagiert. Irgendwann wurde es mir dann zu bunt. Das war dann schon etwa Ende März, Anfang April. Und dann habe ich den Vertrag mit der Firma Almado gekündigt. Und zwar explizit zum 30.06.2013. Also genau ein Jahr nach Vertragsbeginn. Das ist die Voraussetzung, damit er den versprochenen Bonus von ca. 400 Euro am Ende ausgezahlt bekommt. Die Bestätigung kam per E-Mail, doch erstaunlicherweise kündigte Almado Energy ihm zu einem viel früheren Zeitpunkt, zum April 2013. Und damit ist der tolle Bonus des Billiganbieters futsch. Die Nerven liegen blank dann in einer solchen Phase. Im Endeffekt ist ihm der Billiganbieter teuer zu stehen gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass mir ein finanzieller Schaden so in der Größenordnung 400 bis 500 Euro entstanden ist. Bei den Strompreisvergleichen liegt der Anbieter Almado meistens ganz vorne. Ganz weit vorne liegt Almado allerdings auch bei dem Rechtsanwalt Uwe Martens. Zumindest was die Anzahl der Kunden mit Beschwerden betrifft. Hunderte Mandanten hat er schon und fast täglich melden sich neue. Oftmals mit den gleichen Problemen. Das Hauptproblem bei vielen Billiganbietern ist der Neukundenbonus, der zum Anlocken sozusagen benutzt wird, um zu sagen, wirst du bei uns Kunde, bekommst du 25% Neukundenbonus nach einem Jahr ausgezahlt. Da entstehen dann die Probleme mit der Laufzeit des Vertrages, dass nämlich oft das Jahr durchgehalten werden muss und dieses Jahr nicht von den Kunden entweder eingehalten werden kann oder von Seiten Almado nicht eingehalten wird. Das heißt, entweder die Kunden kündigen früher, meistens wegen Problemen, oder Almado kündigt dem Kunden, wie im Fall Jürgen Wils, frühzeitig. Viele Verbraucher scheuen die Anwaltskosten. Dabei hat Uwe Martens die Erfahrung gemacht, dass hartnäckige Stromanbieter bei der Drohung einer Klage plötzlich ganz handzahm werden. Doch wie kommen die ganzen positiven Bewertungen auf den Vergleichsportalen zusammen, wo doch so viele Verbraucher negative Erfahrungen machen? Almado hat bei uns relativ gute Bewertungen bekommen, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber wir haben auch die ganzen kritischen Stimmen zu Almado dargestellt, sodass ich als Verbraucher einfach reingucken kann in die Kommentare, um zu sehen, was haben denn die Kunden für Erfahrungen gemacht. Die Gesamtbewertung mit Sternchen kann täuschen. Wir überprüfen bei verschiedenen Vergleichsportalen die einzelnen Kommentare. Was auffällt, die meisten positiven Eintragungen wurden wenige Wochen nach dem Anbieterwechsel verfasst. Wer aber genau hinschaut, findet sie, die Kunden, die einen Wechsel bereuen. Und die berichten häufig, dass die Probleme erst nach mehreren Monaten aufkommen. Genauere Informationen über die Probleme finden wir dann in Internetforen, wo Dutzende Verbraucher ihre Erfahrungen mit Almado ausführlich schildern. Was sagt die Geschäftsführung zu den Vorwürfen? Wir rufen unter der Nummer an, die auf der Internetseite von Almado im Impressum angegeben ist. Doch da antwortet nur eine Callcenter-Mitarbeiterin.
sein, ich bin nicht böse, aber ich möchte dazu am Telefon keine Auskunft geben. Ich gebe das weiter an die Geschäftsleitung und die wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Doch die wollen wir persönlich sprechen und fahren zu der Geschäftsadresse, die Aachener Straße im Kölner Westen, im Einkaufszentrum. Den Eingang zum Firmensitz müssen wir zwischen den Ladenlokalen schon suchen. Aber auch hier ist der Geschäftsführer für uns nicht zu sprechen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo er jetzt ist. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wo ich ihn erreichen kann. Almado will vor der Kamera zu den Vorwürfen leider keine Stellung nehmen. Doch heute Abend bekommen wir per E-Mail Antworten auf unsere Fragen. Darin steht: Die bei Ihnen vorliegenden Kundenbeschwerden kennen wir nicht. Zu den überzogenen Abschlagszahlungen heißt es, die Festlegung sei branchenüblich. Im Rahmen der Jahresabrechnung werden Abschläge immer dann angepasst, wenn es aufgrund des zurückliegenden Verbrauchs erforderlich ist. Weiterhin schreibt Almado zum Thema Neukundenbonus: Bei uns erhält jeder Kunde seinen vertraglich zugesicherten Bonus. Voraussetzung ist, dass der Kunde 12 Monate von uns mit Strom beliefert wird. Zu den vorverlegten Kündigungsterminen gibt es keine Begründung.